Wie läuft es zur Halbzeit in diesem Jahr in der Stadt Zweibrücken? Diese Fragen möchte ich gerne mit dem Oberbürgermeister von Zweibrücken, Herrn Dr. Marold Woznitzer, besprechen. Er ist heute zu Gast bei uns im OK-Studio in Rodalm. Herr Dr. Woznitzer, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie die Einladung angenommen haben und zu uns gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Es ist immer wieder eine Freude, hier zu sein. Sehr schön. Herr Dr. Woznitzer, wenn wir in Zweibrücken durch die Straßen entweder laufen oder mit dem Auto fahren, gibt es immer wieder Baustellen. Was hat es damit auf sich, mit diesen Baustellen? Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Fragestellungen, die da im Raum stehen. Zum einen sind wir gerade wieder dabei, im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge Straßenausbau zu betreiben. Da ist über viele, viele Jahre ist da relativ wenig passiert, bis man sich entschieden hat, wiederkehrende Beiträge auch in Zweibrücken einzuführen. Von da haben wir ein Ausbauprogramm. Und das führt natürlich zu massiven Baustellen, weil dann ganze Straßenzüge gesperrt werden müssen. Auf der anderen Seite, ohne diese Baustellen, ohne diese Investition, haben wir massive Probleme in der Infrastruktur. Straßentechnisch kann man bei uns sagen, wir haben ein Investitionsdefizit von rund 300 Millionen Euro nur im Straßenbau. Das ist das eine, wir bewegen uns dort, aber vor dem Hintergrund der anstehenden Kosten ist das ein sehr langwieriger und anhaltender Prozess. Das andere, was momentan verstärkt angegangen wird, und das ist jetzt auch gut so, weil wir haben lange darauf gewartet, ist der flächendeckende Breitbandausbau. Wir haben ja vor ungefähr 2 Jahren eine Vereinbarung mit einem Anbieter getroffen, der das eigenwirtschaftlich macht. Bis dahin war Zweibrücken immer so ein weißer Fleck auf der Karte gewesen. Es war extrem schwierig, Anbieter zu finden. Mittlerweile haben wir 3 Anbieter in der Stadt unterwegs, die den Ausbau betreiben. Wir wollten schon viel weiter sein, aber wie das bei solchen großen Aktionen immer ist, dauert sowas immer ein bisschen länger, wie man erhofft. Die 3 bauen jetzt sukzessive die ganze Stadt aus, sodass wir hoffen, dass wir so in 4 Jahren ungefähr, hoffentlich etwas schneller, ganz Zweibrücken jeden Bürger an einen Glasfaseranschluss bekommen können. Die Frage ist, was hat der einzelne Bürger davon, wenn nun diese Sachen da fertig sind? Also wir haben zum einen haben wir dadurch ein deutlich schnelleres Internet. Wir wissen ja alle, dass Breitbandausbau und Glasfaseranbau auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Unternehmen, die insbesondere auch verstärkt jetzt auf Homeoffice oder solche Dinge setzen oder kleinere Unternehmen, können dann auch in Regionen gehen, die eben nicht in den Zentren liegen, weil die Datenanbindung heute quasi alles ermöglicht. Für die Einzelperson, für die Privatperson, die heute sagt, ich habe ein ausreichend schnelles Internet, ist das ein Ausbau in die Zukunft, weil wir reden über Telemedizin, wir reden über Beratungssysteme, die viel, viel schnellere Leitungen in Zukunft brauchen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in 5 bis 10 Jahren Entwicklungen haben werden, die einfach jeden an schnelles Internet Anbindung, wo jeder eine schnelle Internetanbindung brauchen wird. Es ist auch die Sprache davon gewesen, dass die Stadt Zweibrücken ein Katastrophenschutz-Digitalnetz ausbaut. Was war der Grund und wie weit seid ihr damit? Also wir haben verschiedene Dimensionen, gerade im Katastrophenschutz auf dem Weg. Die Tatsache, dass wir vor 2 Jahren angefangen haben, die Starkregen-App zu installieren mit ganz, ganz vielen Sensoren im Rahmen von einem Sensoriknetzwerk, hat uns beim letzten Hochwasser immens geholfen. Wir alle erinnern uns noch ans Pfingsthochwasser dieses Jahr. Das war schon dramatisch und es hat uns aber geholfen, dass wir die Informationen sehr, sehr schnell bekommen. Wir sind jetzt gerade auch in den Gesprächen mit Hornbach, der Verbandsgemeinde, dieses Netz weiter auszubauen. Und das setzt natürlich Digitalisierung voraus, das setzt ein gewisses Netz voraus, was wir jetzt über die ganze Stadt ausgebreitet haben, was wir dann jetzt auch darüber hinaus ausbreiten möchten mit den Kollegen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn man eins lernt, wenn es um den Katastrophenschutz geht, dann heißt das, Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn man nicht miteinander kommunizieren kann, dann hat man massive Probleme bei der Bewältigung der Krisen. Für uns hat das geheißen, wir müssen dafür sorgen,
dass wir ein ergänzendes Funknetz bekommen in Zweibrücken, was uns erlaubt, wenn beispielsweise das Handynetz ausfällt oder der BOS Probleme bekommt, dass wir dann in der Lage sind, alle miteinander in Verbindung zu halten, insbesondere auch gerade bei Katastrophen, Umwelt- und Servicebetriebe und Stadtwerke, Gebobau etc. In diesem Zusammenhang, diese Stadt-App habt ihr jetzt auch installiert. Was ist das für ein Vorteil, wenn man diese App nutzt? Ja, Digitalisierung, Sie sprechen es gerade an, ist momentan bei uns ein Riesenthema. Ja. Ja. Das ist aber in allen Gemeinden so. Und wir haben jetzt vor zwei Wochen eine Stadt-App an den Start gebracht, einfach mit dem Ziel, Schnittstelle für alle Informationen der Stadt zu sein. Also da sind Events drin, da sind News drin, da ist eine Schnittstelle zu den Stadtwerken drin, da kann man seine Zählerstände ablesen etc. Wir haben den öffentlichen Nahverkehr drin, wir haben alle Freizeit- und Eventangebote drin. Wir haben natürlich auch Müllkalender, Schadensmelder. Aber das ist erst der Anfang. Da wird noch ganz, ganz viel kommen. So eine App lebt auch vom Mitmachen. Ich habe gestern erfahren, wir haben jetzt die ersten 1600 Downloads dazu. Das ist in einer Woche aus meiner Sicht gar nicht so schlecht. Aber da muss noch mehr kommen. Ja. Und wir gehen jetzt massiv in Werbeaktionen rein. Und von daher wäre es vielleicht schön, vielleicht ist es ja möglich, dass ihr die zwei QR-Codes heute noch einblendet irgendwo im Rahmen der Sendung, sodass die Bürger, die Übertragung sehen, dann auch die App gleich runterladen können. Prima. Es ist also so, dass auch die behördlichen Verwaltungsleistungen digital angeboten werden sollen. Da gibt es so ein schönes Gesetz, das heißt Online-Zugangsgesetz. Da habt ihr auch Verschiedenes schon in die Wege geleitet. Also das Online-Zugangsgesetz hatte ja das Ziel, bis 2020 alle Verwaltungsleistungen online zu stellen. Ich habe das irgendwann mal Verwaltungs-Amazon genannt, einfach mit der Frage, alles kann von der Couch aus gemacht werden. Das haben wir nicht geschafft, aber das liegt unter anderem daran, dass es ein Riesenprojekt ist, dass eine Abstimmung mit Bund und Ländern passiert. Insgesamt sind da 500 plus Leistungen zu digitalisieren. Es ist jetzt der gordische Knoten durchschnitten. Es gibt jetzt eine entsprechende Gesetzgebung, die es uns ermöglicht, jetzt größere Schritte zu machen. Wir warten jetzt noch auf die Plattform und die notwendigen Zahlungssysteme, aber das sieht alles ganz gut aus. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das jetzt Fahrt aufnimmt. Ein paar Leistungen haben wir schon online, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir 500 plus brauchen, dann ist das noch ein weiter Weg, das muss man fairerweise sagen. Um das Thema vielleicht abzuschließen, ihr wollt auch digital gestützten, flexiblen ÖPNV haben. Was wäre das Ziel, wenn ihr das dann einrichtet? Also beim ÖPNV muss ich mal ja aus zwei verschiedenen Perspektiven dran gehen. Aber das Zentrale ist, dass wir ein Bussystem haben, ein ÖPNV-System haben, das eigentlich mit jedem Vertrag immer wieder verlängert wurde. Es ist eigentlich immer das gleiche System. Und es stellt sich verschärft raus, dass man heute ein solches System in einer Stadt wie Zweibrücken einfach nicht mehr fahren kann. Wir brauchen ein anderes System, wir brauchen eventuell flexiblere, kleinere Busse, wir brauchen eventuell ein Bus-on-Demand-System, wir brauchen mehr Haltestellen. Das Grundproblem, was wir haben, ist, dass wir natürlich auch den Schulbusverkehr haben, was konkret heißt, dafür brauchen wir große Busse. Und das ist ein komplettes Umdenken vom ÖPNV, den wir jetzt angehen wollen und angehen müssen. Heißt aber auch, dass hier Digitalisierung ein ganz zentraler Punkt ist, weil in dem Moment, wo wir über Bus-on-Demand sprechen oder flexible Bushaltestellen oder, muss das eine Grundlage der Digitalisierung sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vor dem Hintergrund dessen, was wir in den letzten Wochen und Monaten im ÖPNV erleben, muss man in alle Richtungen denken und da darf es auch kein Denkverbot geben. Man muss auch irgendwann mal wieder nachdenken, ob es vielleicht besser ist, den ÖPNV wieder zu rekommunalisieren. Ein ganz anderes Thema, aber ein wichtiges. Können Sie was zu dem Stand und der Situation um die Firma Tadano sagen? Das interessiert ja auch einige Menschen.
Ja, also wir haben, es ist eine sehr, sehr heikle Situation, muss ich wirklich sagen. Und es ist auch sehr, sehr traurig, was da im Moment der Status ist. Nachdem Tadano das Unternehmen von Terex übernommen hatte, das ist ja noch gar nicht so lange her, erinnere ich mich noch sehr gut dran an die Freude, die in der Stadt war, die auch im Betrieb war. Der Betriebsrat sagte mal zu mir, jetzt haben wir endlich einen Kranbauer, der Krane bauen will und nicht nur Geld verdienen will. Also die Euphorie war immens. Jetzt sind wir vor einer Situation, wo das Unternehmen festgestellt hat, dass es um lukrativ zu sein, um den Kranbau voranzutreiben, der Ansicht ist, man müsste eins der beiden Werke schließen. Da reden wir über 400 Arbeitsplätze. Das ist ein Schlag in die Magengrube, das muss man ehrlich sagen. Die Mitarbeiter, die Gewerkschaften sind immens aktiv. Ich habe mehrere Gespräche natürlich mit den Mitarbeitern geführt, mit dem Unternehmen geführt, mit dem aktuellen neuen Ministerpräsidenten Alexander Schweizer in beiden Funktionen. Und wir sind uns alle einig, dass es eine Lösung für Tadano gibt. Wir sind uns alle einig, dass die Expertise im Haus ist, dass man weltmarktführende Krane bauen kann. Das Problem ist, dass wir ein Kommunikationsproblem haben zwischen Unternehmensführung, Gewerkschaft und Betriebsrat. Und meine Hoffnung ist, und da versuche ich immer darauf hinzuwirken, dass man gemeinsam an einen Tisch kommt und gemeinsam an einer Lösung arbeitet und die Unternehmen von ihrer Perspektive einen Schritt sich wegbewegen. Zu mir hat mir jemand gesagt, oder ich war in einem Gespräch dabei, wo jemand gesagt hat, gute Frau, Sie sind so flexibel wie dein Betonpfosten, das bringt uns nicht weiter. Und das ist im Moment so ein bisschen das, an was wir arbeiten, diesen Betonpfosten. Das ist jetzt, macht natürlich keinen Sinn, Nein, ist aber klar, klar. einen Betonpfosten flexibel zu machen, aber eine Denkweise zu Bewegung, ja. verändern. Ja, genau. Ein anderes Thema, Sicherheit. Sie haben ja jetzt auch schon Erfahrungen mit dem Hochwasser gemacht. Wenn wieder so eine Situation einträte, hoffentlich nicht, habt ihr da auch wieder Verschiedenes daraus gelernt? Also wir haben ja schon mal ganz, ganz viel aus dem Ahrtal mitgenommen. Die Katastrophe dort hat ganz vielen Menschen zum Nachdenken gebracht. Das ist bei uns auch so, natürlich. Ich habe vorhin über den Funk gesprochen. Das ist eins dieser Ergebnisse daraus. Die App ist das zweite Ergebnis daraus. Wir sind jetzt dabei, endlich das Sirenennetz auszubauen. Wir haben angefangen mit einer Planung von 6 Sirenen. Das Ahrtal hat irgendwann dann nochmal den Weg geöffnet, dass man nochmal komplett umdenkt. Wir sind jetzt bei 22 Sirenen, bauen sukzessive aus. Wir haben unseren Fahrzeugpark auch bei der Feuerwehr verändert in diese Richtung. Wir haben gerade bei dem Hochwasser 1 gelernt, dass die Kooperation zwischen den Kommunen von zentralster Bedeutung ist. Wir haben ja Feuerwehren und THW aus dem ganzen Land hier gehabt. Aber gerade die Kooperation zwischen Kreis, Stadt Zweibrücken, Stadt Pirmasens, das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Wir haben es beim Waldbrand hier gesehen, wir haben es beim Hochwasser jetzt bei uns gesehen. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen, war ich bei einer Übung der Feuerwehr ASB THW, wo es um eine neue Software geht, um miteinander zu kommunizieren. Und zwar so, dass alle mit der gleichen, die gleiche Richtung arbeiten. Das ist für mich eines der deutlichsten Zeichen für interkommunale Zusammenarbeit, die man sich vorstellen kann, die ganz, ganz wichtig ist zum Schutz der Bevölkerung. Weil Sie gerade in der kommunalen Zusammenarbeit erwähnen, es ist ja so, ihr habt ja verschiedene Gespräche und Aktionen durchgeführt. Es sieht ja so aus, dass nunmehr die Einkreisung von Zweibrücken, wie es so immer geheißen hat, dass die vom Tisch ist. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Ja. Also es war ja am Anfang, das war relativ am Anfang meiner Amtszeit, das war so quasi so 2 Monate drin, wo ich dachte, okay, super, ist schon mal ein guter Start. Das Thema Einkreisung auf dem Tisch lag, da ging es um die Einkreisung Pirmasens und Zweibrücken in den Kreis Südwestpfalz.
Wir waren uns alle einig in allen drei Gebietskörperschaften, das bringt nichts, das kostet nur Geld, das kostet Zeit und Nerven. Die breite Meinung im Land war eine andere. Man ging davon aus, dass es kommt. Wir haben alles dafür getan, mit Pilotprojekten etc. zu zeigen, dass es auch ohne Einkreisung geht. Das Thema ist jetzt vom Tisch. Pirmasens und Zweibrücken bleiben kreisfrei. Mhm. Aber vor dem Hintergrund, was wir in den letzten Jahren erarbeitet haben, zeigt sich, dass es sehr wohl möglich ist, zusammenzuarbeiten und dass es auch notwendig ist, zusammenzuarbeiten, weil gerade vor dem vor der Diskussion des Fachkräftemangels wird es immer deutlicher, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir unsere Ressourcen bündeln und letztendlich dann auch zum gemeinsamen Ziel kommen. Kommen wir nochmal zurück zur inneren Sicherheit von Zweibrücken. Wie ist es da im Innenstadtbereich? Müssen die Menschen Angst haben oder können sie frei sich in Zweibrücken bewegen? Wie würden Sie die Lage einschätzen? Also man muss zwei Dinge unterscheiden. Ich hatte ein langes Gespräch mit unserem Chef der Polizeidirektion, der auch am Sommerempfang darüber berichtet hat. Es ist auf der einen Seite ist die Sicherheitslage, die Anzahl der Straftaten und die ist in den letzten Jahren rückläufig. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir ein Sicherheitsgefühl. Menschen, die sich, obwohl die statistischen Zahlen dagegen sprechen, sich in verschiedenen Bereichen nicht sicher fühlen. Das Gefühl kennen wir alle. Das sind dunkle Ecken, das sind Ecken, wo niemand ist, wo man Angst hat, überrascht zu werden. Das sind Ecken, wo man auf laute Gruppen trifft, alleine und sich Sorgen macht, was da einen jetzt erwartet und. Und das Gespräch hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir sehr deutlich nochmal herausgearbeitet haben, dass man gegen so ein Unsicherheitsgefühl auch arbeiten kann. Das hat mehrere Dimensionen, aber es hat natürlich insbesondere auch die Dimension, dass man diese Plätze, die eben dunkel sind, wo man sich unwohl fühlt, umgestaltet, da muss mehr Licht rein, da muss mehr Offenheit rein, dunkle Ecken müssen zurückgebaut werden, sodass man da auch eine Offenheit hinbekommt und damit ein bisschen auch die Angst nehmen kann. Das andere ist natürlich, wir haben in unserer Gesellschaft momentan eine Situation, in der wir sehr stark zum Negativen tendieren. Also das ist so, und wir haben eine Tendenz, sehr schnell alles schlecht zu reden. Und das plätschert sich dann auch so aus und die Leute nehmen das auf und auch Leute, die sich normalerweise gar nicht so ängstlich sind, denken, ach, vielleicht sollte ich doch ein bisschen drauf achten. Und das hat so eine Dimension. Von unserer Seite allerdings müssen wir dran gehen, an den Plätzen zu arbeiten, etwas zu tun. Die Statistik spricht gegen eine unsichere Stadt Zweibrücken, auch wenn wir jetzt gerade drei massive Fälle gehabt haben. Aber das ist eine ganz andere Dimension, da geht es um ganz andere Herausforderungen. Ein anderes Thema, was vielleicht erfreulich ist, und zwar die geplante Mediothek. Wie ist der Stand der Dinge hier? Also die Situation ist jetzt die, wir haben ja lange darum gerungen im Rat. Wir haben ganz, ganz viele Planungen diskutiert, wir haben Berechnungen gemacht. In der letzten Ratssitzung mit dem alten Rat haben wir dann den Beschluss gefasst, die Mediothek voranzutreiben, insbesondere auch, weil wir eine Zusage bekommen haben vom Land für Fördermittel. Das erlaubt es uns jetzt, die Mediothek voranzutreiben. Wir bereiten jetzt alle Pläne soweit vor, damit wir den Antrag einreichen können. Das ist aber alles schon auf einem sehr, sehr guten Weg, sodass ich guter Hoffnung bin, dass wir demnächst auch die ersten Schritte gehen können in die Umbauphasen rein. Ein anderes Thema, das vielleicht ein bisschen ärgerlich ist, und zwar die Hinausschiebung der Fertigstellung der S-Bahn nach Homburg. Wie steht es da? Ja, eigentlich war die S-Bahn ja für 25 zugesagt. Ja. Wir haben uns alle darauf eingestellt, dass im Dezember Fahrplan nächstes Jahr
die S-Bahn an den Start gehen sollte. Und wie so oft bei Großprojekten, noch nicht mal öffentliche Projekte, sondern großen Projekten, tritt man immer wieder auf Hindernisse. In dem Fall ist es jetzt eine Haselmaus, die man gefunden hat. Und das ist ein ganz liebes Tierchen, das ist echt putzig. Das ist auch ein seltenes Tier und das muss eben entsprechend geschützt werden. Das ist für mich eine sehr nachvollziehbare Angelegenheit, kostet uns 3 Jahre, das heißt, wir rechnen jetzt mit 28. Auf der anderen Seite ist da bei mir immer so ein gespaltenes Gefühl, nämlich 3 Jahre auf die S-Bahn warten heißt 3 Jahre mehr Verkehr auf der Straße, 3 Jahre mehr CO2-Belastung, weil die S-Bahn ist eh betrieben. Ja. 3 Jahre fehlende Flexibilität im ÖPNV, 3 Jahre nicht am Klimaschutz gearbeitet. Und da trifft eben Artenschutz auf Klimaschutz. Und wir müssen irgendwann mal, ich habe das auch schon mal gesagt, uns Gedanken über Prioritäten machen. Was wollen wir vorantreiben? Weil wenn man jedes einzelne Interesse getrennt betrachtet, dann werden wir Jahrzehnte brauchen, um solche Projekte umzusetzen. Ja. Und das kann keine Lösung sein. Da muss es Kompromisse geben. Und ich glaube, so eine Haselmaus kann man auch in einem Jahr vernünftig umsiedeln. Das braucht keine 3. Genau. Also ein anderes Thema, Bau, Neubaugebiete und so weiter. Mhm. Wie ist es mit den Neubaugebieten in Oberauerbach, Rimschweiler und dem Wohnprojekt für Menschen mit Beeinträchtigung in der Hovenfelsstraße? Also Oberauerbach, das ist jetzt so gut wie abgeschlossen. Da sind die Baugrundstücke auch bis auf eins, soweit ich weiß, vergeben. Rimschweiler sind wir jetzt dabei zu erschließen. Das war ja eine der großen Problemstellen, die wir in Zweibrücken hatten. Das war ein alter Schrottplatz mit entsprechender Ablagerung. Das war ein Schandfleck im ganzen Ort. Das passiert jetzt. Der Bau der Kimmle-Stiftung in Zweibrücken in der Hovenfeldstraße für Menschen mit Beeinträchtigung geht in großen, großen Schritten voran. Das freut mich sehr. Zum einen, weil es einen Riesenbedarf gibt. Mhm. Für die Wohnform gibt es eine unendlich lange Warteliste, die uns letztendlich auch zeigt, wir haben immer noch, selbst wenn der Bau fertig ist, haben wir noch nicht genug Fläche. Da muss noch mehr passieren in diese Richtung. Aber es ist ein tolles, ganz tolles Projekt. Wenn jetzt das Projekt auf der anderen Seite mit der Parkbrauerei jetzt endlich auch an den Start gehen würde oder losgehen würde, wären wir da auch einen Schritt weiter schon. Aber in der Summe 3 tolle Projekte, die jetzt in der Umsetzung sind und die anderen folgen auch. Also was Erfreuliches und was Erfreuliches gibt es auch zu berichten in Sachen Finanzen. Früher war das ja immer eine, wie soll ich sagen, negativ besetzte Stelle, aber nun gibt es, denke ich mal, was Positives über Haushalt und Finanzen zu berichten. Ja, man kann es kaum glauben, aber ab und zu kann man, wenn man Haushaltsfragen diskutiert, aktuell auch positive Nachrichten verkünden. Uns geht es ja von der Finanzlage her ähnlich wie Pirmasens. Wir sind immer noch hoch verschuldet. Wir haben es im letzten Jahr oder in den letzten Jahren geschafft, aus eigenen Kräften Schulden abzubauen. Wir haben massive Sparmaßnahmen umgesetzt und dazu kam dann noch der Entschuldungspakt des Landes, was uns 132 Millionen gebracht hat, sodass wir in einem unteren zweistelligen, ich sag mal, Dispo-Kreditbereich jetzt sind, was ein Riesenschritt ist. Ja. Für mich heißt das ein bisschen aufatmen können. Licht am Ende des Tunnels sehen. Dass das nicht immer so aufwärts geht, da müssen wir uns keine Illusion hingeben. Da kommt es noch zu vielen Herausforderungen. Ja. Sie haben vorhin über Tardano gesprochen. Ja, ja, ja. Wir sind ja an der Wirtschaftsentwicklung abhängig. Und wir sind auch nicht ausreichend finanziert. Auch das sagen wir immer wieder deutlich. Die Sozialleistungen beispielsweise fressen uns auf. Aber wir haben diesmal einen Haushalt eingereicht mit einer entsprechend hohen freien Finanzspitze, der noch nie so schnell durch die ADD durchgesegelt ist, wie, also wir hatten noch nicht mal Rücksprachen. Und das war wirklich eine extrem tolle Entwicklung. Jetzt schauen wir mal, wie der nächste Haushalt aussieht. Genau.
Herr Dr. Vosnitzer, es gäbe natürlich noch jede Menge Themen, die wir jetzt hier besprechen könnten. Aber wir kommen so langsam zum Schluss. Aber da möchte ich Sie mal fragen, gibt es was, was Sie in den letzten Tagen oder Monaten vielleicht besonders geärgert hat oder besonders gefreut hat, dienstlich gesehen? Also, wenn ich jetzt mal auf das, was mich besonders gefreut hat, gucke, dann bin ich wieder beim Hochwasser zum Beispiel. Also, der Zusammenhalt in der Bevölkerung bei diesem Thema, wie sich die Menschen gegenseitig unterstützt haben, das war schon beeindruckend. Da haben alle an einem Strang gezogen, da waren alle dabei, die Nachbarn haben sich für die Nachbarn engagiert, die Rettungskräfte, die unterwegs waren, da ist Kuchen gebracht worden, Getränke gebracht worden. Das war, man hat einen Zusammenhalt gemerkt, ja, der einfach nur beeindruckend war. Mhm. Und das hat mich auch emotional irgendwie mitgenommen, weil das war einfach unglaublich toll. Was mich ärgert, aber das ist nichts, was mich erst dieses Jahr ärgert, sondern das ärgert mich eigentlich schon, seit ich irgendwie in der Verwaltung unterwegs bin, ist die Tatsache, dass wir für alles unglaublich lange brauchen. Die Prozesse sind immens lang, die Auflagen werden immer komplexer. Wir haben ja kurz vorhin über die S-Bahn gesprochen und es kommt immer noch was dazu, Projekte dauern ewig. Mich hat mal jemand gefragt, für was braucht man 8 Jahre als OB? Im Prinzip kann man fast sagen, man braucht 8 Jahre, um überhaupt mal ein Projekt durchzubekommen. Ja. Vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen, innerhalb deren man arbeitet. Was ich mir wünsche, wäre, dass wir irgendwann mal wieder in der Lage sind, dass wir Freiraum bekommen, Entscheidungen zu treffen. Dieser Generalverdacht der Korruption, der teilweise über den Verwaltung her, bremst uns in unserer Handlungsweise. Das finde ich extrem schwierig, das finde ich extrem bitter, weil ich auch weiß, es geht anders. Ich erinnere an Corona beispielsweise, ich erinnere ans Ahrtal. Immer wenn wir, oder Gasmangellage, immer wenn irgendeine Katastrophe ist, irgendein Problem, das Erste, was passiert ist, die Vergaberichtlinien werden gelockert, um möglichst effizient zu sein. Heißt aber doch im Umkehrschluss, wir sind nicht effizient. Ja. Und das sind solche Dinge, da kann ich stundenlang drüber reden, aber ich glaube, das führt zu weit. Und ansonsten, wenn ich aufs Positive schaue, diese Woche ist Stadtfest. Und das ist ein Riesenereignis, da freue ich mich drauf, wie Bolle, wie ganz, ganz viele andere Menschen in Zweibrücken auch. Und wenn das Wetter hält, wird es eine tolle Party mit auf 8 Bühnen mit 100.000, 150.000 Besuchern. Es wird einfach klasse. Super. Also das alles wünschen wir Ihnen, was Sie vorhin sich gewünscht haben. Natürlich auch, Sie haben beim Sommerempfang betont, wir bräuchten Menschen, die mit Optimismus und Zielorientierung an die Entwicklung der Stadt herantreten. Das wünschen wir Ihnen, dass Sie das auch mitbekommen, weil die Stadt Zweibrücken hat es verdient, dass sie so positive Dinge bekommt. Herr Dr. Vosnitzer, ich bedanke mich für das Gespräch, das wir hier geführt haben. Und Ihnen, liebe Zuschauer, möchte ich auch danken, dass Sie uns eingeschaltet haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.